Nein. Doch. Oh. Greetings, hallo, willkommen, buenos dias, dobri dien. Da ist er wieder mit Eko. Machen erstmal hier dieses Giveaway zu. Vielleicht will das ja jemand haben. Congrats, congrats. Oscar, willkommen. Mach noch schnell ein neues Giveaway auf Theta auf. Einen Augenblick. Was verlosen wir denn da? Das hier. Ein Epic Skin und noch so ein Skin Pack. Raffel. Machen wir Multiple Choice. Erstes No, das zweite ist Free.
Upen. So. Weiter. By the way, guys, on Setter, the guess the number game is open. You can guess the number and win something. So. Die ist offen. Tür. So, dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Weiß gibt nur noch 11 Stück auf dem Server. Weiß gibt nur noch 7 Stück auf dem Server. Rüben 11 Stück. Würzen Kürbis. ...31 Fahnen. Weidenröschen, die habe ich hier gepflanzt bestimmt. Alter, ausgewachsene Mammutbaum ist ausgestorben. Fünf Tomaten. Und vier Truthähne. Okay. Erstmal was essen. Fünf Tage, 12 Stunden. Uff. So, was essen wir? Joghurt hier. Noch eine Wurst. Das sieht doch gut aus. Gut, gut. Aha, getroffen. Alles, was hier im Garten rumläuft, das wird erschossen, egal ob es vom Aussterben bedroht ist oder nicht. So, holen wir uns die Sensen hier mal raus. Tomatoes. Unkraut wächst doch überall.
Okay, noch nicht reif. Tägliche Unkrautjäten. Ist das? Na, lauf ruhig weg. So, nehmen wir die Schippe, graben den Baum hier aus. Den wollen wir hier nicht. Noch nicht reif zum Ernten. Nickel. Lupus, willkommen. Der nächste Hase. Warte, dir geht's gut. Rotzfrech. Okay. Nehmen wir die ganze Beute erstmal wieder zurück.
I'm good, Lopus. How are you? Das erstmal weg. If you want to win something, Lupus, guess the number is open. A number between 1 and 30. If you guess correct, you win something. Yay, congrats. Let me see what can I give you. Congrats, congrats. Another round? Go, go, go. I have so much stuff to give away. Yay, congrats. Okay, you had a coin move. Then you get this. And I think you never won in my channel. So you get the badge. No problem. Nehme ich mal alles mit. Great. Maybe you need some emotes. I have lots of them. Yeah. TikTok. I have TikTok emote. Fair play, you need the TikTok emote too? I hope so. Nehmen wir noch ein bisschen Mais mit.
Yes. It's really like Xmas. Cleaning my inventory. I have so much stuff and cannot use it for myself. So I don't care who wins. If it's the same person over and over again or different persons, I don't care. If somebody needs coins, make another game for coins. Erik, welcome. GG. GG. So dann hauen wir noch ein paar Bäume um. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Holz. My speakers are still on.
Ich glaube, ich spinne. Wo bist du, blödes Kanickel? So einfach geht das hier nicht. Irgendwas hier. Wenko, willkommen. How are you? Nein. It's your day, Lupus. You are lucky today.
Dum, die dum, die dum. Okay. Ich glaube, das reicht. Nee, das lassen wir hier. Das lassen wir auch hier. Halt. Baumsamen wegbringen. Dann gehen wir erstmal zu den Wildpflanzungen. Die 4K Nickel tun wir damit rein. So, wir brauchen Kohlenhydrate. Und ein bisschen mehr Fett. Okay, hier ist aber so eine Wurst. Und dann. Ach, so eine Wurst geht nicht. Fleisch geht auch nicht. Hm.
Nehmen wir ein bisschen Fleisch mit. So drei. Okidoki. Nehmen wir noch ein bisschen Farn mit. Farnsamen. So 15. Hi, Mr. Pinte. Willkommen. Congrats. Rotzfrech. Rotzfrech, als ob der weiß, dass ich nichts bei habe. No problem. Hey, habe ich hier gestern nicht schon einen Baum ausgegraben? Will da keinen Baum.
Okay. Und war das? Hey, wake up. Exalite, welcome. How's it going? Okay. Pflanzen war. Congrats, Eric. And welcome, Jung Ji-hoon. I give you a second prize for the effort. Problem. Das alles. Hey, wake up. Denki Donk, willkommen.
Thanks for the follow. Enjoy the stream. What's up here? That's up. You can win something if you guess the number right. I only have my badge. I'm not able to create emotes. And if you win, you get the badge. Okay, you not win. But for the effort, I give you the badge. But maybe you have, maybe you don't have the emote. Badge, meine ich, Oscar. Das ist, wie erkläre ich das? Pass auf, zeige ich dir, Oscar. Machen wir mal Bildschirmaufnahme. Schieben wir das mal hier rüber. Das hier ist der Theta-Chat oder Zeta-Chat. Wenn jemand hier die Zahl richtig geraten hat, Nummer 3 zum Beispiel, kann ich auf den Namen raufklicken. Dann habe ich hier Admin Options, Grant Item und dann kann ich ihm so eine Badge geben. Ich weiß jetzt gar nicht, Moment. Wenn ich meinen eigenen Namen anklicke, dann würde man die Badge hier unter dem Namen sehen. Die würde dann da auftauchen. Einfach bloß, dass man in dem Channel schon mal was gewonnen hat und so. Und ja, Emoticons kann man verschenken und so. Ja, so ein Abzeichen, genau. Genau, richtig. Ja, und wie gesagt, den ganzen Stuff, den du da vielleicht gesehen hast, kann ich ja noch mal zeigen. Wenn jemand was gewonnen hat zum Beispiel, dann kann ich hier, sieht man das gerade, ja, kann ich hier Grand Item sagen und dann kriege ich hier nämlich von den Seitenbetreibern habe ich so ein paar Sachen, die ich denn vergeben kann. Ein Coin Buff, dann kriegt man 5-mal mehr Coins pro für eine Stunde. Ein Skin Pack, wenn man Split Gates spielt oder man tauscht das in T-Fuel um, das ist so eine virtuelle Währung hier auf Theta TV. Dann gibt es eine Crate, da kann alles mögliche drin sein. Und das kann ich den Leuten dann so geben. 10 T-Fuel zum Beispiel ist auch so eine Kryptowährung, mit der kann man auf Theta Donations machen und so. Coins macht man zum Beispiel bei Gewinnspielen mit. Ich habe hier auch so ein Gewinnspiel laufen. Gucke mal, wenn ich denn hier, das ist der Theta-Chat, wenn ich hier auf Giveaway gehe, da verlose ich einen so ein G-Fuel Starter-Kit. Da kriegt man dann so ein Energy-Getränk umsonst und muss nur die Versandkosten bezahlen. Und Skin-Pack für Splitgate, das kann man wie gesagt auch umtauschen in T-Fuel. Das ist dann das hier, T-Fuel, so eine Kryptowährung, womit man Donations machen kann und so. Und das ist halt anderes Skinpack. Und da muss man Coins für einsetzen. Wenn man dann hier Free zum Beispiel anklickt, kostet 100 Coins. Kann man 500 Coins maximal in dieser Frage versenken. Jo. Das ist so das Prinzip von Theta. Das ist auch so ein Streaming-Dienst. Der hat halt ein bisschen anderes Ziel als Twitch. Da geht das so, Leute, die machen Pair-to-Pair sozusagen. I have 3000 T-Fuel, yes. Not only donations. ja, und das hier ist die Webseite.
Wenn du dich darüber anmeldest, kriegst du auch was umsonst. Krieg ich was, kriegst du was. Win-Win-Situation. Ja, und da läuft das halt mit Peer-to-Peer. Also ein Zuschauer schickt einem anderen Zuschauer, der im selben Netzwerksegment hängt, die Streamdaten, und dadurch spart Täter halt Geld, weil sie nicht so fette Server brauchen wie Twitch und so. Und dadurch geben sie den Streamern immer ein bisschen was, so ein Supply-Drop, was du da gesehen hast. Wie kann man denn verlosen, die Sachen? Um den Leuten das ein bisschen schmackhaft zu machen, bei einem zuzuschauen. Manche kommen nur vorbei, um zu gewinnen, aber deswegen mache ich jetzt so eine Zahlenratenspielchen im Chat. Wer denn nur da ist und nicht wirklich zuschaut, der kriegt das ja gar nicht mit, dass da so ein Zahlenratespiel ist. Also gewinnen nur die aktiven Leute. And sorry, Zeta Chat. I'm explaining our Twitch viewer what Zeta is. Dual language stream. If you want know something, ask a question. I can answer in German or English. Claudio, welcome. So, das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Zwiebeln. Das essen wir mal. Wir lassen nur 100 Zwiebeln hier. Vom Gewicht her passt das besser. So. Weil wir haben ja noch Bohnen, die wir ernten müssen. Hey, wake up. Ozon, willkommen. How's it going? Starten wir mal noch ein Chatspiel. Okay, am Dienstagabend kriege ich wieder einen neuen Supply Drop. Und alles, was ich nicht verbraucht habe, das kann möglicherweise weg sein. Deswegen mache ich heute schon so ein bisschen Ausverkauf oder verlose ich alles möglichst heute schon. Großteil. Muss man sich denn immer einteilen? Das gibt es nämlich bloß einmal pro Woche. Twitch habe ich zwar auch Emoticons, aber die habe nur ich, weil ich war mal Affiliate. Das habe ich aber gekündigt, weil Twitch mir nicht erlaubt hat, als Affiliate gleichzeitig noch an andere Plattformen zu streamen. Das haben sie verboten.
Also habe ich das Affiliate von Twitch gekündigt. Bin nur ein ganz normaler Twitch-Pleb. Kein Affiliate mehr. Und darf jetzt dann so viele Streaming-Plattformen streamen, was meine Internetleitung hergibt. Schade, hätte da Twitch erlaubt, dann würde ich nämlich Affiliate bleiben. Aber die haben da so eine Exklusiv-Content-Klausel. Das heißt, er lohnt es sich. Ich kann Leute von Twitch auf Täter aufmerksam machen und manche von Täter sehen dann auch, ich bin noch auf Twitch und folgen mir da. Keine Ahnung. Ich finde das halt ein cooles Konzept, was Täter da macht. Mit dem Peer-to-Peer, dass die Leute sich die Streamdaten untereinander schicken und das Geld, was Täter dadurch spart, das hauen sie in dem Moment wieder raus. Du kriegst da ein bisschen was dafür. Also du kriegst ein bisschen Kryptowährung, wenn du den Stream weiterleitest an andere Leute in deinem Netzwerksegment. Also beispielsweise, wenn du bei der Telekom bist und andere Leute von der Telekom gucken auch Täter und diesen Streamer, dann kriegst du ein klein bisschen Kryptowährung und das kannst du dann an diesen Streamer spenden oder kannst hier im Shop da was aussuchen und bezahlst bloß die Versandkosten. Also ich habe mir schon ein T-Shirt schicken lassen und eine Mütze und ein Badehandtuch. So ein Starter-Kit hier, G-Fuel Starter-Kit hier, so ein Energy-Drink, habe ich mir auch schon mal schicken lassen. Los, das ist für Europa nicht so optimal. Also du hast das Starter-Kit zwar umsonst, aber du bezahlst 9 Euro Versandkosten, weil das aus Amerika kommt. Das ist nicht so optimal. Aber sonst, wie gesagt, habe ich mir schon ein paar Sachen aus dem Shop da bestellt. Die haben da so einen Shop, wo man mit dieser Kryptowährung dann einkaufen kann und meistens sind dann wirklich bloß Versandkosten, die man tragen muss. Und bei kleinen Streamern ist die Frage, lohnt es sich so und so, immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich war ein Jahr lang Affiliate bei Twitch. Ich habe ein Jahr lang gebraucht, um diese Auszahlungsgrenze von $100 zu erreichen. Und dafür, dass ich die Hälfte an Twitch abgeben darf und dennoch die Steuer kommt, lohnt sich das nicht wirklich. Wenn du hunderte von Zuschauern hast, mag das sich lohnen, aber wenn du ein paar Zuschauer bloß hast und ein paar Subscriber, dann lohnt sich das absolut nicht, auch die Hälfte an Twitch abzudrücken und dann kommt noch die Steuer. Du hast da $1,60 bis $1,70 pro Sub und die bezahlen 5 Euro teilweise mit den komischen Umrechnungskursen da. Also die geben ganz schön viel Geld aus und du kriegst da $1,60 für. Naja. Da fühle ich mich dann auch ein bisschen, als ob ich die Leute betrüge. Die geben so viel Geld aus, ne? Klar, dafür ist Twitch der Marktführer und so. Ne? Man hat viel mehr Zuschauer teilweise als bei anderen Plattformen. Aber meine Leitung gibt das her. Ich habe so eine Glasfaserleitung. Ich kann dann sehr viele gleichzeitig streamen, wenn ich möchte. Also mein Download ist genauso schnell wie mein Upload. Momentan habe ich so 12 bis 15 Megabit Upload gerade in Benutzung. Also ich streame an Theta, an Twitch und an Mixer gleichzeitig zurzeit. Heißt so ein Programm offen, was die beiden Chats hier von Twitch und Mixer zusammenfasst. Und das andere Fenster, was du eben gesehen hast, das ist halt das vom Theta-Chat. Das geht noch nicht in dem einen Programm mit rein. Sonst würde ich alle drei Chats in ein Programm haben und dann hätte man das alles zentral auf einen Fleck. Wenn aus der Plattform mal einer schreibt und was wissen will, dann kann man das beantworten. Und wenn du hier auf
Twitch was schreibst, dann kann man das gerne beantworten. Also fühl dich nicht vernachlässigt, bloß weil ich mit den anderen Leuten da auf Theta rede, ne? Weiß ja nicht, ob du noch da bist, wenn du Hallo geschrieben hast und nach einer Zeit nichts mehr, ne? Dann ist immer schwierig. Aber jetzt hast du ja nochmal gefragt und so und jetzt weiß ich ja, dass du noch da bist. Keine Ahnung, dadurch steigert man seinen Bekanntheitsgrad. Ich spamme auch überall meine YouTube- und Twitter-Links und meine Homepage rein. Und falls ich wirklich mal von irgendeiner Plattform weggehen sollte, dann hoffe ich, dass genug Leute über meine Social-Kanäle mich noch haben, dass sie dann sehen, aha, der ist jetzt auf der und der Plattform immer noch unterwegs und so. Ich poste ja regelmäßig, wenn ich streame. Habe ich mir auf meinem Stream Deck so einen Knopf gemacht. Dass ich dann bloß einen Knopf drücken muss und dann kommt mein, dann twitter ich hier zum Beispiel. Wenn du meinen Twitter mal anklickst, da sind zwar ziemlich viele Meldungen immer dieselben. Wenn ich halt Echo spiele, hat es immer derselbe Text drin, ne? Und dann die drei Links von den Plattformen, wo ich streame. Aber ich nutze Twitter zum Beispiel nicht wirklich für private Sachen. Weil ich finde, das geht die Welt um mich rum wenig an, was ich so privat denke und mache und tue. Man könnte sagen, ich nutze Twitter nur beruflich in Anführungszeichen. Bin da vorsichtig, ich poste da keine religiösen Anschauungen oder politischen Anschauungen, weil das muss jeder selber wissen. Man kann ja auch jemanden okay finden, der politisch anders denkt, ne? Ich gehe damit ja nicht hausieren und sage, hier, ihr müsst das machen und so. Und genauso mit Religion soll jeder glauben, was er will, ne? Ist nicht so mein Ding, aber ich respektiere das, wenn Leute daran glauben. Und zu mal, wenn ich was Cooles sehe, dann retweete ich das natürlich auch. Also GTA Roleplay mache ich gerne. Und da warte ich momentan auf so einen Server, dass der fertig wird. Und der ist gerade noch in Entwicklung. Da habe ich zum Beispiel letzten Sonnabend bei so einem Stresstest mitgemacht. Haben sie mal getestet, wie der Server darauf reagiert, wenn da 50 Leute gleichzeitig einloggen oder 100. Und hat da bestanden, also ist nicht zusammengebrochen oder stehen geblieben. So, Monokbrot. Dann haben wir jetzt bei der Giveaway schon eine Stunde rum, da machen wir jetzt eine neue Frage. Die wird heißen, will Charlie get another donation? Fragezeichen. Dann können wir gleich noch eine Frage machen. Wir haben 207 Follower da. Will Charlie reach 210? Follower. Dann können die Leute da antworten, ob sie denken, ich schaffe das in der nächsten Stunde oder nicht. Und je nachdem, ob sie richtig liegen, haben sie dann Tickets in diesem Giveaway und können diese Sachen da gewinnen, die ich vorhin gezeigt habe. Das alles kostet dem Zuschauer auch nichts. Bisschen gekochte Triebe machen.
Und haben wir auch eigentlich ein paar Sachen. Wir machen. Nein, doch. Oh. Jetzt hat zum Beispiel einer gerade 10 T-Fuel reingeschmissen. Thanks, Fairplay. Kann ich die Frage gleich beantworten? Close. In Sphere, yes. Und ein T-Fuel, glaube ich, ist so um die 2 Cent wert. Oder sind da 2 oder 5 Cent? Ich weiß das gar nicht genau. Für um die 2000 T-Fuel kann man dann bei Affiliates auf Theta auch Sub werden, also subscriben. Das ist dann so ungefähr 5 Dollar wert. Und man kann das durch Zuschauen erreichen, also man muss da kein Geld ausgeben, ne? Wenn du zuschaust und kriegst dann immer ein bisschen was, weil du ja deine Bandbreite sharest mit anderen Leuten. Wenn du dann über 2000 T-Fuel hast, dann kannst du irgendwo auf den Sub-Button drücken und nur mit diesem T-Fuel bezahlen, ohne dass du Geld in der Hand nimmst. Also wie gesagt, ich mag das Konzept dahinter, weil das ist mal was anderes. Nicht, dass sich die Streaming-Plattform alles Geld immer einsteckt und die Leute, ja, mach mal, schufte mal. Wir nehmen uns einen Großteil von deinen Einnahmen, so ungefähr sinngemäß. Zu viele Zwiebeln. Weiß schon gar nicht mehr wohin mit den Zwiebeln. Und Bohnen habe ich auch so viele. Hier irgendwo fahren. Nee, habe ich nicht, ne? Nee, den kann das da liegen. Gut. Dann gehen wir zur Mühle. Malen das Zeug noch ein bisschen. So. Müsste 50 sein. Ungefähr. Ja. Okay. Die zwei Bären kriege ich nicht mehr gegessen. Okay. So, jetzt haben wir das. Machen wir noch ein Gewinnspiel auf. Ich habe so viel Stuff zu verschenken. Baumstamm? Keine Baumstämme? Hä?
Kreuzzimmer? War das letztes Mal schon hier? Holen wir noch ein bisschen Holz. Komme ich von hier aus an den Holzstapel ran? Ja, komme ich. Wunderbar. Ich habe auch schon Flecktarn-Sachen. Und einen Hut. Erik Gesset White. Let me see. Machen wir so eine Kiste. No problem, Erik. You're welcome. Moment. Ich muss ja die Kiste mitnehmen. Oder den Wagen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen Dings holen. Erstmal den Bogen wieder. Ja, trotz freche Reh ermorden. So. Ja, liegt sich das gut da? Ins Nasenloch, habt ihr das gesehen? Doch ein Kandidat, der abgeschossen werden will. Warum ich hier immer so rumspringe? Man geht halt langsamer, wenn man durch so ein Gestrüpp geht. Springe ich da mal so ein bisschen rüber. Normale Gras bremst nur ein bisschen, aber dieses mit den großen Blättern da hinten, das Grüne, das Dunkelgrüne, das bremst richtig.
Hier ein bisschen Platz schaffen. To fill my lungs with air, staring at the faint light, the darkness runs. Sah so aus, als ob das Buch Eisen ist. Ist es aber nicht. Da hinten ist noch Eisen, okay. Raus hier. Eisen brauchen wir in rohen Mengen. Alles so ein bisschen freiräumen. Weil ich besser ans Eisen rankomme. Nein, doch. Oh. Fair play, thank you for the 10 T-Fuel. Thank you, thank you. Nehmen wir auch. Cool. Hm.
Muss bloß immer aufpassen, dass mein Rückweg irgendwie offen bleibt. Es wäre schlecht, wenn ich da nicht mehr rauskomme. Aus der Ecke. Und ein Glück, in dem Spiel kann man noch nicht sterben, dass ich jetzt hier, wenn ich hier auf das Meerwasser treffe, zum Beispiel ertrinke oder so. 12. War hier nicht noch irgendwo was? Sieht man so schlecht, wenn das dunkel ist. Hier ist noch was. Nein. Das wollte ich noch. Sieht halt auch so zum Verwechseln ähnlich aus, ne? Das mit den roten Streifen innen drin ist ein Eisen und das andere ist Sandstein. Den braucht man zwar auch, aber Eisen ist wertvoller, wenn man damit Forschung anschmeißen kann und Sachen herstellen kann mit aus dem normalen Sandstein macht man halt bloß Ziegel. Axt ist gleich verbraucht. Oder Spitzhacke. Eigentlich, ich habe zwei mit.
36 Tage noch. Ich konnte gar nicht alles ausladen. Was ist voll denn, ne? Ja. War schon deutlich konzentrierter, das Eisen da unten. Lohnt sich da denn schon mal reinzukriechen in den Stollen hier? Ist eine richtige Ader. Congrats, Mr. Pintil.
Haben wir schon mal 17. Ohne ist noch was. Da komme ich auch nicht ran. Verdammt. Muss mich erstmal hier wieder durchgraben. So, zweite Hacke ist auch gleich kaputt. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Vorbeigehüpft. So. Eine Handvoll Eisen sollte aber jetzt schon wieder drin sein. Das erstmal. Zweite Hacke ist auch gleich kaputt. Jetzt einen Schlag können wir machen. 20. Gut.
noch die Beeren essen und die zwei Zwiebeln. Dann haben wir noch ein bisschen Dings da gesammelt, noch ein bisschen Nahrung. Wir brauchen ja immer Kalorien, um das hier zu transportieren. Ach nee, das endet ja hier. Verdammt. Das ist doof. Ich dachte, das geht weiter. Dann haben wir erstmal ein bisschen Eisen. Und war das nächste Kochbuch oder so was fertig machen können. Oder weiß nicht, was wir noch alles brauchen. Die meisten Forschungsbücher, die brauchen ja Eisenbahn. Essen. Könnte Sinn machen. To my eyes.
Prinz Mori, willkommen. Gessi geben es vor 500 Coins. Mori. Hey, wake up. Kariki, willkommen. Thanks for the follow. 2 follower left. Congrats, Eric. We can do a guess a number spiel that game for 10 T fuel. But it's stop. Not 1 to 10. 1 to 100. That's right. 10 T fuel. 1 to 100. Go, go, go.
It's harder to guess, but the wind is bigger. Lol, Lupus, GG. It's your day, I say it. Problem. We can do just another, but not 200. We make 35. Or 500 coins.
Congrats, fair play. You guessed it right. Cassandra Fox, welcome. How are you? Wie schön das Eisen. Nom 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 nom. Oma Pflichten für heute erfüllt. Morgen hat Oma frei, bin auf dem Weg nach Hause. Ja, ich meine hier schon wie ein Held nach Eisen. Damit wir auch mal mit den Büchern da weiterkommen. Die kosten ja alle Eisen. Ne? Ich habe schon in diese Zwischenlager wieder Eisen reingetan. Lass mich da ran. Okay, komm ich näher ran. Irgendwann verlaufe ich mich in meiner eigenen Höhle.
Für den nächsten Arbeitstisch wird Amboss gebraucht. Ja, ich habe hier schon einen Haufen Eisen gesammelt, wie du siehst. Ich hoffe mal, das reicht halbwegs. Habe ich hier in das Zwischenlager mal reingeschmissen, weil ich nicht wusste, wohin. 3 reicht für hoffentlich. Halt. Wepper. Riemen. Habe ich so eine Triebe gar nicht mehr? Okay. Was? Cheetah-Reh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da haben wir schon mal wieder welche gepflanzt. Machen wir hier noch so ein bisschen Zeug weg.
Okay. Machen wir noch ein paar Samen davon. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Mikago, willkommen, hi. I'm good, how are you? So, was haben wir denn hier? Carbs 3,7. 4,0. Jetzt brauchen wir Proteine. Nehmen wir das. Nicht mehr. Ruhe Wurst. Lagerfeuerbraten können wir schon mal mitnehmen. Das hoch. Minus 1.
GG. Noch 7 Pilze mitnehmen. So, wir haben den Lagerfeuerbraten. Dann schon voll. So. Und das haben wir hier 31. Passt doch zusammen. Genau. Da. Hallo? So. Wir rollen die Riffel. Wir haben not reached 210 Follower. And swear no. Sadly. Nein. Yeah, hi, thank you for the 13th floor. Thank you, good luck everyone. 3, 2, 1. Congrats, Erik. Clearer, Fee and Fusshead. Congrats, congrats, congrats. Yeah, that's it for now. Yeah, it's not your day, fair play, I think. Sorry. I'll be here tomorrow. Thanks for watching. I see you soon. And thanks for the donations, follows. Bye bye. Arrivederci. Tschüss, auf Wiedersehen. Do svidania. Und tschüss, Oscar.
Danke auch, dass du da warst.